Zoe, was willst du denn hier? Kein Zweifel, Mr. Freeman. Das Teil hat Colin definitiv von Ihnen geerbt. Kannst du nicht anklopfen? Was stellen Sie sich denn so an? Langsam kriege ich das Gefühl, Sie mögen mich nicht. Gib mir das Handtuch da bitte. Hm? Nein, das da. Ah. Ja, danke. Zoe, was soll das hier? Was willst du? Sie, ohne Scheiß jetzt, ich will Sie. Ich meine das ernst, wirklich. Was soll denn der Blödsinn? Ich bin ein verheirateter Mann und viel älter als du. Und außerdem, du bist die Freundin meines Sohnes. Weiß Colin eigentlich, auf wen er sich da eingelassen hat? Muss er ja nicht wissen. Ist doch kein Ding. Das bleibt einfach unter uns. Darf ich? Hey, mach das nie wieder, okay? Fass mich nie wieder an. I Will. Folge 2. Wo ist denn Zoe? Colin, dein Vater hat dich was gefragt. Was denn? Ach, nichts. Oh Mann, jetzt habe ich mich verzockt, verdammt. Er will wissen, wo deine Freundin steckt. Ist schon los. Okay. Ist doch gut. So, na schön, Leute. Ich mache mich dann auch langsam mal auf den Weg. Kurz in die Firma und dann geht's auch direkt wieder los. Ohio und Arizona stehen auf der Liste. Ich bin bis Mitte nächster Woche weg. Ihr habt das ganze Wochenende für euch alleine. Mal wieder. Ach komm, Colin. Mach's mir nicht so schwer. Du weißt, dass mir mein Boss gerade mächtig Druck macht. Mhm. Und, Jessica, wie sieht's aus? Kommt dein geliebter Bruder heute wieder her? Das weißt du doch. Das wäre übrigens schön, wenn ich ihn zur Abwechslung mal angezogen in meinem Haus antreffen würde. Oder auch mal gar nicht. Das ist immer noch sein Haus, wenn man es genau nimmt. Ah, ja. Und du weißt, Christopher mag es nicht, dass du uns hier tagelang allein lässt. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ganz froh, wenn er hier ist. Mhm. Mein Bruder leitet die Firma meiner Familie mit 18.000 Mitarbeitern weltweit. Und trotzdem findet er immer noch so viel Zeit für Colin und mich. Ach, übrigens... Chris hat vorgestern die Schiebetür repariert. Mhm. Das hast du in 2 Monaten nicht fertig gebracht. Ja, alles klar. Also ihr zwei, ich muss dann los. Macht's gut, ja? Okay, ich hab euch lieb. Bye, bye. Bye. Ja, bis dann. Guten Morgen, Mr. Freeman. Guten Morgen, William. Ah, hi, Linda. Wow, du solltest die Haare immer offen tragen. Steht dir. Danke. Ach. Hey, was machen Sie denn da? Sind Sie verrückt geworden? Haha, scheiß Kaffeeautomat spinnt. Hast du denn die Mail nicht gelesen? Kaffee kostet jetzt einen Quarter mehr. Ach, nee, oder? Warte, hier. Dein Chef gibt einen aus. Ah, danke. Kannst du immer wieder gut machen. Ja, schon klar. Und, wie läuft's, Kumpel? Man sieht dich ja kaum noch. Jettest von einer Klinik zur nächsten, ne? Immer unterwegs in Sachen Pharmatox rettet Menschenleben. Von nichts kommt nichts. Kommt denn was? Wie meinst du? Habe ich Belege gesehen in den letzten Monaten? Morris, du weißt doch, so fette Deals zaubert man nicht einfach so aus dem Hut. Du normalerweise schon. Mann, was ist los mit dir? Früher hast du die Leute um den Finger gewickelt wie kein anderer. Du warst mein bestes Pferd im Stall. Und nun labst du schon eine ganze Weile. Wie kommt denn das? Keine Lahn mehr? Geht dir die Luft aus? Musst du hier drücken? Ist auch neu. Hey, William, wenn du Stress hast oder so, sagst du dem Daddy schon Bescheid, oder? Ich bin an dem Chef von der Kingston Clinic Group in Phoenix dran, Dr. Seuss. Den bearbeite ich noch ein bisschen, dann nimmt er das Komplettprogramm. Ich sag's dir, bald wirft ganz Arizona nur noch unsere Tabletten ein, aber dafür brauche ich eben auch ein bisschen Zeit. Hier. Du musst deinen Kaffee wählen. Hä? Na, hab ich doch schon. Ja, trotzdem. Erst Becher, dann Kaffee. Alles neu, hä? Will, mein Freund, halt dich mal von jetzt. Die Herrschaften da oben werden langsam nervös, dass wir unser Planziel für dieses Jahr nicht packen. Den Carlos Phoenix hast du in der Tasche. Dann holst du mir bis zum Quartalsende noch 2 weitere ran, okay? Wen hast du noch auf dem Plan? Soll ich da schon mal vorfühlen? Anruf vom O'Neill persönlich? Dann hast du gleich die halbe Miete. Komm jetzt, wir müssen da ein bisschen ranklotzen. Ohio! Bitte? Ich nehme gleich die Maschine nach Columbus um 14:45. Ach, du fliegst zu Reynolds, oder? Hm? Ich melde dich da schon mal persönlich und dann hast du direkt ein... Morris, komm, ich bin doch kein Anfänger. Ich habe mich längst da angekündigt und auch schon einen Tisch im besten Laden der Stadt reserviert. Also lass mich mal machen. Bitte, wer Daddys Hilfe nicht braucht. Nee, Quatsch. Alles klar, du machst das schon. Ach, scheiße, wieso hört denn das Ding da nicht auf? So läuft ja alles über. Muss man jetzt wieder ausmachen, ist auch neu. Au! Ja! Ohio ist er geflogen, oder? William? Ja, wieso? Du kommst denn jetzt darauf? Nur so.
Weißt du eigentlich, welcher Kliniker der das Pharmatox-Zeug aufschwatzen will? Boah, keine Ahnung, ich merke mir doch sowas nicht. So, die nächste Blume bitte. Hier. Den Chef von Reynolds, den sehe ich ja hin und wieder. Der ist unser Schatzmeister im Beaver Club. Feiner Kerl. Reynolds. Die sitzen nämlich in Columbus, Ohio. Weißt du? Könnte sehr gut sein, dass Will da einen Termin hat. Warum sagt er denn nichts? Ich hätte ihm da einen 1A-Kontakt herstellen können. Hier. Danke. Jessica, der Mann muss mal runterkommen von seinem Ross und sich helfen lassen. Der hat Schulden, ich bin sein Schwager und ich kenne nun mal Gott und... Die Schulden hat er bei dir, Chrissy. In dem Fall hätte ich ehrlich gesagt auch Schwierigkeiten, mir helfen zu lassen. Alter, langsam mal nach jedem Strohhalm greifen, der in seiner Reichweite schwimmt. Der schuldet mir das Geld schon ein bisschen zu lang, um sich diesen Stolz leisten zu können, findest du nicht? Boah. Telefon. Ja. Kannst du mir das mal bitte aus der Hosentasche rausholen? Meine Hände sind voller Erde. Ja, warte mal. Ach nee, guck mal hier. Wenn man vom Sonnenschein spricht. Ach komm, gib schon her. Danke. Hi, William. Gut gelandet? Bin jetzt schon im Taxi auf dem Weg ins Hotel. Und du arbeitest im Garten? Ach, Christopher ist schon da. Sehr schön. Er kennt wen? Den Reynolds-Chef hier in Ohio. Na toll. Wie bitte? Nein, Jessica, hör zu. Dein Bruder wird sich nicht in meinen Job einmischen. Hast du mich verstanden? Hallo? Ist das angekommen? Okay, gut. Was? Jesse, hör mal zu. Wir stehen jetzt hier vor dem Hotel. Der Taxifahrer will weiter. Ich muss Schluss machen, okay? Wir hören uns. Also, macht's gut. Bye. Ach, was mischt der sich überall ein? Dieser Pisser. Guten Abend, Portland. Hier ist euer Sender in der schönsten Stadt Oregons. Hier ist PORW und ich bin Tracy Foster. Mann, wo kommt denn plötzlich all der Regen her? Portland wird ja ganz nass. Aber egal, wir lassen uns den Abend nicht versauen, oder? I Will von Stuart Kummer. Folge 2 mit David Nathan, Caroline Eichhorn, Christoph Maria Herbst, Friederike Kempter, Vanja Gehrig, Martin Kessler, Pamela Rentschke, Bianca Hauder, Thorsten Schorn und Nana Spier. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Hanna Steger. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Hallo, Amy, Darling. Hi, bin wieder zu Hause. Dude's back home. Hallo, Amy, Darling. Well, Liebling, hier bin ich. Ich konnte es ja kaum erwarten. Oh mein Gott, hast du mir gefehlt. Alles okay bei dir? Mehr als okay. Ich bin so froh, dass du da bist. Komm, Baby, lass dich ansehen. Und? Gefalle ich dir noch immer? Ganz schön dick, oder? Ach, du bist so wunderschön. Wie lange war ich jetzt weg? 2 Wochen? Mhm. Kommt mir vor, als hätte sich dein Bauch in der Zeit verdoppelt. Du musst unbedingt öfter schwanger werden, das steht dir verdammt gut. Ich liebe dich, William Freeman. Ich liebe dich. Ich muss mir das immer mal wieder klar machen. Wir sind bald eine richtig kleine Familie. Ja, das stimmt. Wir sind bald eine Familie. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Aha. Ah, hey, guten Morgen, Boss. Wie bitte? Ah, ist doch schon so spät, ja? Oh, naja, war ein bisschen länger gestern. Du weißt ja, wie das läuft, wenn die Kunden schon mal fein ausgeführt werden. Der Chef von Reynolds wartet. Ach, du hast gerade mit ihm telefoniert. Ja, genau, ich wollte es ja eben schon sagen. Der war total beschäftigt, also gar nicht erst da. So meinte ich das, ja. Ich habe alles mit einem seiner Assistenten soweit besprochen, dass wir jetzt im Prinzip nur noch... Sorry, ich habe dich nicht verstanden. Der Empfang war kurz weg. Sag nochmal. Hm? Ach, das kommt doch oft genug vor. Mann. Chef, du kennst sie doch. Was? Ey, Morris, hör mal, das ist doch jetzt... Ja, ich... Will, kommst du? Das Frühstück ist fertig. Oh, sorry, ich habe nicht gesehen, dass du telefonierst. Schon gut. Stellen Sie es einfach da auf dem Tisch ab, bitte, ja? Genau, vielen Dank, danke. Ach, da bin ich wieder. Entschuldige, Morris. Was sagst du? Nein, das war nur der Zimmerservice.
I Will, Folge 3. Und dann erzählst du deinem Boss einfach, dass du in einem Hotel übernachtet hast, weil du gerade ein bisschen Stress mit deiner Frau hast. Was ist denn das für ein Blödsinn? Mal abgesehen davon, dass wir immer noch nicht verheiratet sind, was denkt dein Chef denn jetzt von mir? Ja, nichts. Sowas geht bei Morris da rein und da wieder raus. Interessiert ihn doch gar nicht so privates Zeug. Dann musst du ihm doch auch gar nicht erst so eine absurde Hotelstory auftischen. Du kennst das nicht. Du arbeitest nicht in so einem großen Laden wie ich. Wenn Morris jetzt denkt, dass ich gerade ein paar private Dinge zu regeln habe, dann lässt er mich mit so kleinen Scheiß in Ruhe, verstehst du? Ich bin nicht gut erreichbar, habe im Hotel nur eingeschränkten Zugang ins Netz, ruft der Boss beim nächsten Mal lieber gleich einen anderen Kollegen an und lässt den ein paar Extraschichten schieben. Guten Morgen, Portland. Amy, auf sowas habe ich gerade überhaupt keine Lust. Wir bekommen ein Baby. Da will ich jede freie Minute bei euch sein, verstehst du? Sag ihm das doch einfach, ganz ehrlich. Du arbeitest eh so viel für die Pharmatox. Da sollte das bisschen Zeit, was für die Familie übrig bleibt, doch heilig sein, findest du nicht? Erzähl das mal dem großen Dr. Morris O'Neill. Dem ist es scheißegal, wer, wann, irgendwelche... Für die Familie. Bitte? Familie klingt für mich immer noch so ungewohnt und gleichzeitig so toll. Ja, darum geht's mir ja die ganze Zeit. Wir als Familie. Du und ich und... Tirili, ich bin's, Brenda! Scheiße, den habe ich übersehen. Oh, na gut, also nochmal. Der Weltrekord, der liegt ja bei irgendwas unter 10 Sekunden, habe ich plötzlich mal irgendwo gelesen. Oder hat mir das einer erzählt? Dein alter Schulfreund Chuck konnte den Zauberwürfel auch, das weiß ich noch genau. Fuck. Den reiß ich mal ein bisschen zusammen. Mann, ich verzock mich immer an der gleichen Stelle. Chuck? Das nervt total. Der war ziemlich lange hinter dir her. Weißt du ja nicht, dass der mittlerweile das größte biochemische Forschungszentrum der USA leitet? Ach, Schwesterherz. Du hättest es wirklich so gut haben können und du entscheidest dich für einen Pillenvertreter. Jetzt tu mal nicht so, als wäre Chuck dir lieber gewesen. In deinen Augen war nie ein Mann gut genug für mich. Naja, immerhin für sein Alter sieht William noch recht passabel aus. Und ja, vielleicht verdrehte der eine oder andere Lady auch noch den Kopf. Christopher, was soll das? Stimmt doch. Unter 5 mittlerweile. Hm? Unter 5 Sekunden. Ach, was? Unter so schnell? Bei einem Weltrekord war ich sogar mal dabei. In Doylestown, Pennsylvania. Aufgestellt von Colin Burns. Auch ein Colin, siehst du? Der Typ war 15 damals. Dann hast du eigentlich gar keine Angst, dass William euch mal für eine Jüngere sitzen lässt? Jessica? Keine Angst, nein. Ach, glaubst du selber nicht. Echt? Ich kann dieses, da kommt eine Jüngere und nimmt dir den Mann weg, Geräte langsam nicht mehr hören. William macht sowas nicht mehr. Punkt. Ha, nicht mehr. Sehr interessant. Meinst du nicht im Ernst, dass ein Mann von seinem Format oder besser seiner Kategorie, dass der nicht nochmal irgendwann... Hey, Chris, ist gut jetzt, ja? Aber nur weil er mit dir verheiratet ist, ist doch sein sexueller Appetit noch lange nicht gestillt. Ich meine, der ist ja auch nur... Die Sonne geht auf. Guten Morgen, Zoe. Hey, Colin, du Penner. Hättest du mich vielleicht mal wecken können? Ist mir voll peinlich, Mrs. Freeman, sorry. Schon gut, Zoe, du hast hier absolut nichts verpasst. Bitte setz dich doch und... Sag mal, ist dir das nicht ein bisschen zu kalt so? Colin hat doch bestimmt was für dich im Schrank. Colin, leg mal den Würfel weg. Jessica, jetzt lass doch mal. Zoe ist eine erwachsene Frau und sie kann selbst entscheiden, was sie nicht anzieht. Na, Zoe, wie sieht's aus? Kaffee? Hallo, na klar nehme ich eine Tasse Kaffee. Oder sehe ich so aus, als würde ich gleich wieder gehen? Amy und ich wollen heute mal los und ein bisschen was fürs Baby besorgen. Ist ja auch schon gleich wieder 10. Also. So, bitte. Für einen Kaffee muss immer Zeit sein. Danke, Amy, meine Süße. Und, weiß das denn jetzt schon? Wer weiß was? Hallo, dass es ein Mädchen wird vielleicht? Hopsi, ich nun wieder, habe ich mich jetzt verplappert. Sorry, Amy, Schatz, ich wollte dir die Überraschung wirklich nicht nehmen. Ja, danke, Brenda. Vielen Dank. Es wird übrigens ein Mädchen, Will. Tut mir leid, ich wollte es dir eigentlich gestern Abend sagen, aber dann hatten wir irgendwie Besseres zu tun. Oh, bitte keine Details, weil sowas kriege ich immer mit Leid. Mädchen ist doch wundervoll. Ja. Amy, weißt du noch beim Ultraschall? Oh, das war so intensiv. Oh, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Ist ja eigentlich auch echt bitter, ne? Dass William als Vater solche entscheidenden Momente nicht mitbekommt, hat man ja nur einmal sowas. Einmal. Bei unseren nächsten 5 Kindern kann Will das noch oft genug erleben. Außerdem, Hauptsache gesund. Über einen Jungen hätten wir uns genauso gefreut, oder Will? Absolut. Ach ja, Will, ich habe schon mal eine Liste angefangen mit Sachen, die wir uns angucken wollten für das Kind. Sekunde mal eben. Ich werde das Kinderbett doch lieber selber bauen, habe ich mir gedacht. Ich finde einfach keins, was da in die Ecke im Schlafzimmer passt. Echt? Mhm. Du willst eins selber bauen?
sehr cool. Schau mal, hier ist der Zettel. Das Bett können wir ja dann schon streichen. Darf ich mal? Hey, Brenda, ich... Meine Eltern haben alle meine Kindersachen für mich aufgehoben. Und da es bei mir jetzt gerade nicht so aktuell ist mit Nachwuchs, Geschwister habe ich auch keine, vielleicht kann ich dir für die Kleine was ausleihen. Wollen wir mal sehen. Was steht denn da so alles auf der Liste? Also, Bett. Das reiße ich hier oben dann einfach weg, oder? Lass es doch. Ich weiß das mit dem Bett ja jetzt. Guck mal hier, den Teil kann William sich jetzt einstecken, damit er nicht vergisst, das Bett zu bauen. Man hört ja so einiges. Weißt du was, Amy? Warum geht ihr zwei nicht ein paar Punkte von der Babyliste abarbeiten und ich fahre raus zum Segelclub? Da kriege ich gutes Holz und was ich sonst noch so brauche fürs Kinderbett. Nein, warum das denn jetzt? Ich dachte, wir wollten den ganz... Lass ihn, Amy. Die Idee ist klasse. Dann machen wir beide die Stadt unsicher. Ich muss mir jetzt eh bald mal ein Kleid für die Taufe besorgen. Als Patin muss ich schon auch ein bisschen was hermachen. Also Entschuldigung, Brenda, also nur für den Fall, dass du unser Kind meinst. Unser Kind hat bisher weder einen Paten noch eine Patin und von Taufe war auch nie die Rede, soweit ich mich erinnern kann. Moment mal, ich glaub's ja nicht. Natürlich lasst ihr die Kleine taufen, macht doch jeder, das ist ganz normal. Ich bin ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, dass ich die Patin werde. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer das sonst machen soll. Also echt, oder Amy? Ey, mach jetzt keinen Scheiß. Warum essen Veganer kein Huhn? Weil Ei drin ist. Okay, also der hier vielleicht. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Tun sie das nicht? Nein, tun sie nicht. Aber warum nicht? Keine Ahnung, zu kalt. Weil sie Insekten sind. Was hat das denn damit zu tun? Alter, Insekten. Also Insekten. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich dachte, hier wäre viel mehr Holz. Wo ist das denn hin? Wofür war das Holz? Was wolltest du bauen? Ich habe vorher nicht ganz aufgepasst. Ein Bett. Davon kann man nie genug haben. Für dich oder was? Ein Babybett. Nee, oder? Alter, mach keinen Scheiß. Du erzählst mir Quatsch, oder? Nein, no, Mann, du, dich halt nicht aus. Jetzt wird der Kerl noch mal Vater. Komm mal, ja, Alter. Halt, da macht er der guten alten Jessica noch ein Kind. Sag mal, ist Jess nicht schon ein bisschen zu alt? Oh, das... so alt als was unsensibel, sorry. Quatsch, sie ist natürlich nicht so alt. Null geht ja heutzutage alles, wenn man... Ah, nee, auch Mist. Ach, das hab ich nicht so gemeint. Darf ich dann jetzt mal? Ich bin plötzlich so auf... Hallo? Bitte, erzähl. Jessica ist nicht schwanger. Hä? Du wirst nicht Vater, oder was? Nein. Also ja. Nein. Ja, du wirst nicht Vater oder nein, du wirst doch Vater. Jetzt bin ich selbst durcheinander. Nicht Vater. Und warum dann das Bett? Für ein Baby. Aber nicht deins. Nein. Also ja. Oh mein Gott. Gorilla! I Will von Stuart Kummer. Folge 3 mit David Nathan, Caroline Eichhorn, Christoph Maria Herbst, Friederike Kempter, Vanja Gehrig, Nana Spier, Isabel Pollack und Tobias Meister. Gorilla! Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Hanna Steger. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.